Wir kommen heute mal wieder zu einer Reise durch die Clicker Idle und Incremental Games. Als nächstes geht es jetzt bei Shop Heroes weiter. Da ist jetzt schon wieder mein nächstes Objekt abgeschlossen, was ich zur Kombination reingelegt habe. Und zwar meine Blutpanzerhandschuhe. Das nächste makellose Item ist fertiggestellt worden. Und natürlich gebe ich dann jetzt gleich das nächste Paar in Auftrag. Dann kann ich mich bald die nächste legendäre Stufe machen. Ich bin nämlich gerade dabei, nicht nur ein episches Item, sondern tatsächlich ein legendäres zusammenzustellen. Und insgesamt brauche ich sogar zwei davon für zwei meiner Helden. Der eine ist Lancaster, der braucht die Handschuhe, damit er eben was Unzerstörbares hat. Weil er eben mit Stufe 25 ist halt leider im Moment so die Lücke, wo eben kein anderes Item auf epischer Ebene normal reinpasst, ohne diese Sonderanfertigung, weil die ging natürlich schon noch. Also wenn ich mir das anschaue, hier 0% Königspanzerhandschuhe, das ginge. Silberne Panzerhandschuhe würden und die Blutwurstpanzerhandschuhe, also sowohl die niedrigeren auf Stufe 23 als eben die auf 27 reichen halt nicht, weil ich da halt nur einen Level Unterschied haben kann. Das heißt, nur 27 und 26 sind 0% und bei zwei Level Unterschied reicht das schon nicht mehr. Und die habe ich halt noch nicht freigeschaltet, da fehlt mir noch das Rezept. Deswegen kann ich die leider so nicht bauen. Und die zweite, die das Ding braucht, ist in dem Fall Karal. Die hat sie schon ein legendäres Item bekommen, damit sie eben hier mit 28 dann arbeiten kann und es trotzdem funktioniert. Das heißt, es sind tatsächlich die letzten beiden Gegenstände momentan, die ich ausrüsten muss, um alle meine Helden tatsächlich so ausgerüstet zu haben, dass sie keine zerstörbaren Items haben und trotzdem den Set-Bonus nutzen können. Und dann geht es nach und nach weiter, die tatsächlich aufzuleveln und ja, die Arbeit zu wiederholen, um dann die Items weiter vorzubereiten. Bleib stehen. So, im nächsten Dreh. Okay, also im Endeffekt das Schlechteste, einfach nur knapp 100.000 Goldmünzen, die jetzt nicht so viel bringen. So, ansonsten ist gestern Abend wieder die nächste Stadtplanung gestartet und deswegen schicke ich jetzt auch erstmal meine Helden wieder los. Und zwar in die ersten beiden Reiter kommen eben die beiden, also die habe ich noch nicht freigeschaltet, aber die beiden habe ich schon. Und da die einen Beutevorteil haben, kommen die in die automatischen Reset-Plätze. Das heißt, der erste Trupp ist entsprechend dann das mit den Mädels, wo eben Mila dabei ist, die diesen Bonus hat. Und da fehlt dann nur noch Oneira. Das ist eine Gruppe, die ich in der Konstellation losschicke. So, die zweite Gruppe ist jetzt die Männergruppe. Einmal mit Lancaster, weil er hat halt eben diesen Überlebensbonus. Das heißt, um 10% wird die Chance verringert, dass die Leute, die beteiligt sind, sterben. Ansonsten eben Gerrit mit rein, der den Sammelbonus hat, Theodor. Und als letztes Albert an der Stelle. So, dann kommt der Trupp mit den Magiern. Die haben eine sehr geringe Abkühlzeit sie haben eine sehr geringere Ruhezeit dank Azula, weil sie der ganzen Gruppe eine 50%ig verringerte Heilungsdauer gewährt. Und zusätzlich hat sie jetzt noch ein Item drin, was auch nochmal 10% gewährt. Da weiß ich jetzt im Moment gar nicht, welches das wahrscheinlich ist. Weil es müsste ja ein ungewöhnliches Item sein. Ist der Mondstab ungewöhnlich? Ja, der Mondstab ist das. Das heißt, da sind es nochmal 10% weniger, weswegen die halt dann sehr schnell wieder. Wobei die Heilungsdauer ist nicht so. Ach doch, das ist die normale Heilungsdauer. Aber es wird auf jeden Fall deutlich verringert. Zusätzlich kommt dann noch sie hinzu, weil sie die Dauer von Quests um 10% verringert. Das heißt, deswegen sind die auch sehr, sehr praktisch. Das heißt, hier im statt 2 Stunden schon 1 Stunde 48 und dann ist die Ausruhzeit gerade mal bei 24 Minuten statt einer Stunde, die anderen normalerweise brauchen, wenn sie von so einem Trip zurückkommen. So, genau, der nächste Trupp ist der Kämpfertrupp. Da gehört Fiora und Karal dazu und dann noch Clovis. Und der letzte Haufen der restlichen vier Banausen oder Helden sind dann diese vier.
Und ich kann halt zum Glück alle Truppen so losschicken, dass sie im grünen Bereich sind und eben diese 3 bis 5 Sachen einsammeln. So, ich glaube, beim letzten Mal habe ich bis zum Lederschlüssel eingesammelt. Auf jeden Fall habe ich die Stufe 11 mitgenommen, wo ich nochmal 25 Juwelen bekomme. Die 15 Juwelen habe ich jetzt auch dann gleich voll nach der nächsten Runde. Und die 20 gehen auch sehr schnell. Das heißt, da bringt es schon ein bisschen mehr Juwelen, weil im Moment spare ich immer noch auf die 2000 Juwelen für das nächste Update, für meinen Kombinierslot. So, jetzt mache ich hier erstmal, schicke ich dir mal wieder mit einem 4-Stunden-Bonus oder vierfachen Bonus rein. Das heißt dann, das ist immer die Konstellation. Das heißt, die erste Gruppe, wenn ich halt nicht online war, schicke ich dann erstmal mit jetzt 4-Stunden-Bonus los. Oder dem. Also am Anfang aktiviere ich jetzt erstmal eben für 2 Stunden, das heißt viermal diesen Bonus. Das heißt, die brauchen jetzt nur maximal 16, 17 Minuten, bis sie wieder zurückkommen. Dann brauchen sie eine Abklingzeit von maximal 1 Stunde. Deswegen 1,5 Stunden wäre zu, also nur 3 Boni zu machen, wäre am Anfang zu knapp, weil dann bräuchten sie, also ich weiß nicht genau, aber ich glaube, sie liegen teilweise dann über einer halben Stunde, was die Laufzeit angeht, und deswegen, wie gesagt, es wird dann zu knapp, dass der Bonus noch aktiv ist, wenn ich sie das nächste Mal losschicke. Also darum geht es an der Stelle. Das heißt, dass wenn sie wieder ausgeholt sind, ich sie losschicken kann, noch mit dem aktiven Bonus, um sie dann eigentlich nur 3-mal losschicken, also nur 3 Boni zu kaufen und dann das so lange fortlaufen zu lassen, dass sie immer diese Verkürzung haben, dass sie eben statt 2 Stunden, 1 Stunde 33 benötigen. Was ihr auch noch seht, die anderen Zahlen hier sind auch alle blau. Das liegt daran, dass ich inzwischen das erste Stadt-Upgrade gekauft habe. Und zwar hier an der Stelle, hier die für die Taverne, das, was ich ja angekündigt hatte, dass ich vorhabe, für 2500, und inzwischen habe ich schon wieder 1438 zusammen. Die Kronjuwelen, die für so ein Wochenendevent freigeschaltet werden, also mit jeder Stufe, werden 10 Kronjuwelen der Stadt zur Verfügung gestellt. Das heißt, diese werden erst freigeschaltet oder sind erst verfügbar, wenn das Event abgeschlossen ist, also erst Sonntagabend. Ich glaube, Sonntag auf Montag ist ja dann der Wechsel, das heißt eben etwas über 2 Tage dauert das Event noch. Donnerstagabends geht los, also Freitag, Samstag, Sonntag, 3 Tage. In der man eben schauen kann, dass hier genug zusammensammelt. Also es ist auf jeden Fall sehr lohnend, was vor allen Dingen eben die Juwelen angeht. Was ich inzwischen zwar machen kann, aber recht wenig bringt. Gut, kann ich hier erstmal dieses Geld einsammeln. Weil ich hatte ja darauf gehofft, ja, wenn ich endlich die Schlüssel verkaufen kann, dann könnte ich da einige Juwelen einsammeln. Aber dem ist leider nicht so. Also der beste Preis für den Lederschlüssel sind aktuell 7 Juwelen. Mal gucken. Das heißt, wenn ich 7 Juwelen anbiete, bekomme ich zumindest 5 davon. Und wenn ich mir jetzt anschaue, wie viel so ein Lederschlüssel tatsächlich kostet. Okay, steht jetzt natürlich nicht hier. Gucke ich mal in meinem Excel nach. Habe ich es mir schon aufgeschrieben. Weil, also der Lederschlüssel kostet... Achso, genau, es war ein Lederschlüssel. Das heißt, der kostet schon 50. Der Holzschlüssel kostet 25 Juwelen, wenn ich die jetzt hier direkt einlösen wollte. Das heißt, das ist dann... Klar, er muss natürlich ein bisschen günstiger sein, weil sonst macht es keinen Sinn, den dort im Shop zu kaufen, wenn ich sozusagen den gleichen Preis bezahle. Aber dass der so viel niedriger ausfällt, das kann ich dann wieder nicht ganz nachvollziehen. Genau, machen wir hier. Genau, also dass ich den Holzschlüssel, der letztlich 25 Juwelen kosten würde, wenn ich die Kiste direkt öffne, hier nur für 2 verkauft wird, wovon ich ja dann nur einen komme, das lohnt sich überhaupt nicht. Dann verwende ich ihn lieber selber, auch wenn da nicht viel bei rumkommt, weil ich ja leider keine Rezepte hier mehr freischalten kann. Auch hier sind die Rezepte soweit abgeschlossen. Das heißt, auch für diese Kiste, die etwa bis Stufe 10 dann oder ab Stufe 10 geht, ist letztlich nichts mehr zu holen. Hier wird es langsam schon interessant. Den Giftpfeil habe ich zum Beispiel noch nicht freigeschaltet. Das ist eben sozusagen ab Stufe 16, glaube ich, die Rezepte, die hier verfügbar sind. Die weiß ich nicht genau. Also mal sehen, was da, vielleicht haben wir Glück. Also ich werde mit euch gleich die ganzen Schlüssel öffnen. Und hier ist auf jeden Fall
Da wäre es sehr, sehr toll, wenn ich da noch ein Rezept bekomme. Ich glaube, irgendein hochwertiges Rezept hatte ich mal irgendwann bekommen. Aber mal sehen, wie viel diese Kisten und Schlüssel tatsächlich bringen. Auf jeden Fall, wie gesagt, zu den Kosten oder zu den Juwelen, die ich aktuell im Shop verdienen kann, lohnt sich das schlichtweg nicht. So, dann gehen wir mal noch auf die Suche nach dem nächsten Sack. Mal gucken, ob ich zumindest ein paar Kämpfe gewinne. Ja, da ist schon mal der nächste. Und ich brauche jetzt nur noch einen, um den nächsten Siegessack zu bekommen. Und dann seht ihr ja auch wieder, dass es dann auf 20 umspringt. Aber mal gucken. Ich habe noch. Ja, der ist schon mal durch. Das heißt, da bekomme ich keinen weiteren. Aber eine Möglichkeit habe ich noch. Okay, dann halt kein Siegessack erstmal. Ist auch nicht so dringend, weil ich habe hier immer noch viel zu viele rumliegen, die ich noch nicht eingelöst habe. So, genau, also das nächste ist für mich jetzt hier noch, was die Diamantinvestition angeht, hier in diesem Verbesserungsplatz freizuschalten. Sonst hat sich da noch nicht viel geändert. Was ich gemacht habe hier ist, ich denke, ich bin um eine Stufe aufgestiegen. Beim letzten Mal dürfte ich aber schon auf 33 gewesen sein. Das funktioniert inzwischen immer besser, weil ich zumindest hier an einigen Stellen. Gut, hier lohnt es sich im Moment nicht. Da gibt es im Moment keine Items, die kostengünstig genug sind, um die dann zu verkaufen und dort dann meinen Helden weiter zu verkaufen. Weil ich mache das zumindest nicht, wenn ich hier tatsächlich Geld verliere. Aber wenn die günstig genug angeboten werden, dass ich hier mit dem Aufpreis in der Lage bin, dann noch sogar noch einen Profit zu machen, dann mache ich das natürlich. So, jetzt mal gucken, ob die Items in der passenden Normalstufe produziert worden sind. Dann kann ich nämlich hier meine drei austauschen. Okay, glänzende Rüstung auf Stufe 2, also beziehungsweise eben auf gut. Das bedeutet, da gibt es dann zumindest wieder etwas zu tun für meinen noch nicht verbesserten Kombinierplatz, weil ich den jetzt zumindest hier nutze, um die ganzen niederen, wertigeren und niederstufigen Items zu kombinieren, zumindest bis makellos. Also gewöhnliche, gute und großartige Items werden dann hier kombiniert. Ohne dass ich halt den Bonus nutzen kann. Da kann ich dann jetzt hier gleich mal die beiden glänzenden Rüstungen, weil die verkaufe ich halt nicht. Ich verkaufe nur normale Items. Alles höhere kombiniere ich dann zu noch höheren Items und gebe die dann weiter. Das ist zumindest für die Items, wo ich natürlich noch notwendigerweise welche produzieren muss. Bei den Blutpanzerhandschuhen mache ich das nicht, weil die sind schon komplettiert. Also die sind schon abgeschlossen und die kombiniere ich ja im Moment nur, weil ich ein bestimmtes legendäres Item brauche. Und deswegen mache ich hier natürlich die Kombination so wenig wie möglich oder mit geringsten Kosten und mache die deswegen über den verbesserten Kombinierplatz natürlich. So, also einen von euch beiden kann ich eine Rüstung verkaufen, die andere behalte ich, damit ich immer gleich die Aufpreise und die Komplimente machen kann. Und auch die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass sie diese kommen, um die Sachen zu kaufen. Weil wenn sie nicht da sind, ist die Wahrscheinlichkeit aus meiner Sicht deutlich geringer, dass sie tatsächlich herkommen und das Zeug holen. Beziehungsweise natürlich auch, weil es freigegeben ist. Weil die anderen Sachen, die sie hier anstehen, die sind eigentlich alle gesperrt, aber trotzdem wollen sie das Zeug haben, weil sie im Moment keine anderen Gegenstände finden. Das hier ist jetzt noch eins, wo ich aktuell dabei bin, den auf Maximum zu bringen. Und das hier ist auch der Entwurf, den ich als nächstes brauche, um noch die letzte Mission abzuschließen, die mir die Händler, die auftauchen können, also diese besonderen Personen, die auftauchen können, anbieten. Also wie gesagt, ich verkaufe den einen nicht, sondern der wird jetzt produziert. Und es ist im Moment noch so gemischt, weswegen ich also schon sehr froh bin, dass ich drei Itemplätze habe, die letztlich alle Vorprodukte automatisch mit einrechnen. Umgekehrt ist es aber trotzdem ein bisschen schade, weil es doch etliche Items inzwischen gibt, wie zum Beispiel die glänzende Rüstung, ebenso wie die Chaosrüstung. Die setzen Items voraus, die nicht automatisch produziert werden können, weil eben hier der lange Kettenpanzer wird nur in Normal produziert. Das heißt, die muss ich mindestens auf gut aufwerten, genauso wie der versilberte Schuppenpanzer nur in Normal produziert wird und ich sogar bis Blaue aufwerten muss, um eine Chaosrüstung herzustellen. Aber zum Glück, die Chaosrüstung ist fast erledigt. Das heißt, es sind nur noch vier Items, die ich davon benötige. Das heißt, das ist bald vorbei. Das hier dauert noch ein bisschen länger. Ja, da bin ich jetzt gerade mal bei 26 und 80 Stück brauche ich, um das Ding zu meistern. Also, das dauert noch. Und mal sehen, der neue Entwurf,
Der ist zumindest ein bisschen schneller freigeschaltet. Das dauert dann, da bin ich schon über die Hälfte. Das heißt, das dauert nicht mehr ganz so lange. Gut, dann werde ich noch zwei lange Kettenpanzer schon mal vorbereiten, damit ich die dann im Zweifelsfall eben auf grün hochheben kann, wenn sie nicht gleich zufällig in grün produziert werden, um dann hier den nächsten Mantel zu produzieren. So, nachdem jetzt die Herzchen ganz gut runter sind und ich hier eh nichts verkaufen kann, kann ich jetzt hier über die Komplimente versuchen, noch ein bisschen was einzusammeln und die dann rauszuschmeißen, weil die Komplimente werden zumindest nicht abgezogen, wenn ich sage, nee, dann verkaufe ich dir halt nichts, hast Pech gehabt, hast das Falsche nachgefragt. Und dann mal sehen, was die neuen sind, die dann diese vier ersetzen. Ansonsten, ja, bei den Arbeitern hat sich nichts getan. Die sind aktuell auch im Moment so vorgesehen, also die wird bald wieder aufsteigen. Sind alle so weit, dass sie auch weiter leveln, dass sie ihre Punkte ansammeln können. Da ist im Moment nichts zu tun. So, da kann ich im Moment auch nichts machen. Und sobald ich über 100 bin, werde ich dann das auch wieder so weit bleiben lassen. Naja, da ist ein Feilschen. Das ist sehr praktisch, weil dann kann ich ein Item recht günstig einkaufen. Und wenn es dann nachgefragt wird, verkaufe ich es ihnen halt wieder zurück. Oder wenn ich zweimal das Angebot bekomme, dann, ja, dann mache ich das halt zu einem grünen Item mit meinem noch nicht verbesserten Kombinierer. Und dann ist es mir auch ganz recht. Die kostengünstig, also wenn ich mir überlege, ein so ein Schädel kostet halt 200.000 bis 300.000 und ich kriege jetzt das Item für weniger als 15.000. Das ist schon ein guter Schnitt. Und bekomme damit jetzt natürlich auch gleich wieder einen Bonus von 50 Punkten. Deswegen gucke ich mir jetzt erstmal die anderen beiden an. So, beschleunigen wir mal das Auftauchen von den Leuten. Gut, der Trommel ist aktuell in Produktion, das heißt, die bleibt auf jeden Fall. So, hier gibt es nichts zu kaufen, das heißt, dich kann ich dann wegschicken. Ah ja, da kommt schon die nächste, das heißt, sobald ich das Ding gekauft habe, muss ich es gar nicht erst dann wieder in meine Liste eintragen, sondern kann es dann gleich wieder verkaufen. Und da können wir gleich nochmal gucken, weil ich vergleiche immer selten die Preise, die ich tatsächlich erziele. Also jetzt habe ich eben, wie gesagt, weniger als 15.000 dafür bezahlt. Und bekomme hier jetzt dann zumindest 43.000. Also schon ein ganz guter Schnitt, der natürlich selbst bei solchen niedrigen Items noch schon zustande kommt. Und bei solchen höheren wäre das natürlich noch deutlich ausgeprägter. Die Giftspitze ist genau das, was mir als Produktionsmöglichkeit noch fehlt. Aber ich habe natürlich schon eine im Arsenal momentan, die sie mir wieder verkauft haben. Und die ich ihnen jetzt dann wieder zurückverkaufen kann. Die natürlich auch gleich schon einiges teurer ist, weil es ja ein ungewöhnlicher bzw. ein seltener Gegenstand ist. Ja, wenn da jetzt ein vernünftiges Angebot gewesen wäre, 90.000, 100.000, dann hätte ich das natürlich genommen, aber so sage ich, ne, vergiss. So viel, ich zahle doch nicht 300.000 drauf. Naja, genau, das Frostschwert ist auch noch zu produzieren, dazu muss ich aber eben manuell vorproduzieren, da brauche ich zwei Feuerschwerter. Die kann ich dann auch gleich anstoßen, weil die eben auch nur in grün vorproduziert werden können. Die muss ich dann auch mal mit meinem verbesserten jeweils eine Stufe aufleveln. Und da haben wir das nächste. Es ist, da wird es schon langsam knapp mit den also mit den Energiepunkten. Was jetzt aber kein Problem ist, weil die bleiben jetzt eh alle stehen. Also die produzieren. Das heißt, dann kann ich jetzt ihn noch verkaufen, wo ich nochmal 50 Punkte zurückbekomme. Kann ich gucken, habe ich überall schon das Kompliment gemacht, weil eben je niedriger die Energiewerte sind, desto mehr bekomme ich potenziell durch die Komplimente. Aber die habe ich jetzt alle schon abgeschlossen, also kann ich ihn verkaufen. Und dann ist das auch soweit erledigt. So, hier habe ich inzwischen neben den Waffen, die ich schon lange habe und die ich jetzt auf Stufe 12 verbessert habe, habe ich jetzt hier mit dem nächsten Upgrade, also ich bin... hier stehen jetzt natürlich keine direkten Level, also der Laden selber hat nicht keine Level-Aussage, aber ich spare jetzt im Moment auf die nächste Stufe, wo ich wieder 6 Möbelstücke dann hinzubekomme. Beim letzten Mal waren es halt diese 4, womit ich nämlich eben vor allen Dingen die Rüstung hier jetzt schon mit 50 Punkten zusätzlich ist, die Trommel eben nicht, die ist nur für einen Punkt verfügbar. So, okay, die sind schon fertig produziert. Und hier gibt es wieder nichts. Das heißt, da kann ich jetzt wieder noch ein bisschen machen, bis ich eben auf jeden Fall wieder über 100 bin. Kann ich die eine Person immer wieder austauschen.
Also die Panzerhandschuhe, Kleidung, also die Magierkleidung, die normale Rüstungskleidung und Handschuhe sind hier im Moment abgedeckt. Genau, also hier die Kleidung wäre auch abgedeckt. Aber mit 90 ist das auf jeden Fall zu teuer. Genau, dann kann ich hier nämlich schon mal eben den Countdown starten, dass die eben ihre 24 Minuten Ruhezeit beginnen. Und ich habe eine Keule bekommen. Das dürfte auf jeden Fall ein ziemlich niedrigwertiger Gegenstand sein, Level 3 oder sowas. Mal gucken. Ne, Level 7. Okay, ist nicht ganz so weit unten. Aber klar, das sind halt die Sachen, die ist jetzt bei dieser Mission, die ist halt mit diesem 3 bis 5 nicht so hochstufig, dass es da sehr, sehr gute Items gibt, sondern eher ziemlich niedrigstufige Items, die ich halt so nicht mehr brauche, aber die werden dann nach dem Event dann oder eventuell auch schon während des Events fange ich dann an, die wieder zu kombinieren und dann eben so weit auszubauen, um damit dann irgendwelche legendären Gegenstände oder mystischen Gegenstände vielmehr tatsächlich zu produzieren. So, die muss ich jetzt natürlich nicht kombinieren, weil die sind natürlich auf einem Slot, wo sie automatisch geheilt werden, sobald die Mission abgeschlossen ist. Aber ihr seht hier, dass sie eben die knappe Stunde auf jeden Fall brauchen, bevor sie dann wieder einsetzbar wären. So, dann schließen wir die noch ab. Bei denen ist es eben wichtiger, dass sie abgeschlossen sind, damit, wenn ich das nächste Mal reingehe, dann die wieder zur Verfügung stehen. Und damit noch die letzte Runde. Und damit ist auch die nächste Stufe, also nach den Juwelen, schon fast erfüllt. Dann kriege ich wieder einen Holzschlüssel. Und jetzt gehen wir halt mal noch rein und gucken uns mal an, was denn so die Schlüssel liefern. Also hier ist nicht so viel zu erwarten, weil es dort keine Events, keine Ausrüstung mehr gibt. Aber immerhin, eine mystische Muskete Stufe 6, das ist natürlich ziemlich weit weg von dem, was an Sachen dann möglich wäre. Beziehungsweise das lohnt sich halt nirgendwo auszurüsten. Aber ich bin mal gespannt, wann ich das erste Mal tatsächlich einen mystischen Gegenstand dann um eine Stufe anheben kann, weil ich so viele auf der Stufe bereits eingesammelt habe. So, gucken wir mal, ob das nächste noch irgendwas Sinnvolles ergibt. Eisenholz, naja. Genau, also die niederstufigen lohnen sich nicht sehr. Gucken wir mal, ob die Lederschlüssel noch ein epischer Feuerstab. Okay, das ist schon klassisch, aber Level 13 ist halt auch jenseits aller Ausrüstung, die ich aktuell nutzen kann. Den nächsten Lederschlüssel. Legendäre Laute, Stufe 15, zumindest schon ein bisschen besser. Und legendär ist natürlich auch sehr prima. Das heißt, da sollte auf jeden Fall dann auf Stufe 15 noch der nächste epische, also der nächste mystische Gegenstand möglich werden. Mal sehen, das werde ich dann nach und nach weiter kombinieren. Tja, von der Laute hatte ich noch nicht mal einen epischen Gegenstand. Habe ich jetzt glatt übersprungen und habe dann gleich einen legendären. Mal gucken, ob noch eine von denen, weil ich habe ja noch zwei, die auf Stufe 17 immer noch verharren, weil ich da zuerst ein deutlich größeres Update in der, den Brunnen auf Stufe 35 bräuchte. Das heißt, mal sehen. Also sie kann zumindest ein Instrument benutzen, aber da ist das Ding natürlich schon deutlich besser. Okay, deutlich ist eine Stufe höher, dann lohnt sich natürlich eine Laute nicht, obwohl sie die auch nutzen könnte. Aber noch dazu ist die ein seltenes Item, deswegen ist der Unterschied zwischen den beiden auch so extrem hoch, dass der hier fast schon doppelte Werte hat. Der andere ist noch Datos, der eben auch erst noch auf Stufe 17 verharrt, aber der kann keine Instrumente nutzen, deswegen ist für ihn das auch egal. Also dann gucken wir jetzt die Eisenkiste. Hier wäre es noch potenziell ein paar interessante Rezepte zu finden, weil im Moment bin ich jetzt dabei, beziehungsweise bin ich nicht dabei, sondern das ist eigentlich das nächste, was ansteht, den Paladin-Helm freizuschalten. Aber ich wollte erst noch die Kisten abwarten, weil vielleicht habe ich ja so eine höhere Wahrscheinlichkeit, noch eins davon freizuschalten. Und nee, es gibt bloß Blätter. Naja, die kann ich mir auch selber sammeln, das heißt, das lohnt sich halt am allerwenigsten, weil das können meine Helden herbeischaffen. Und hier jetzt noch ein... Naja, sowas ist nett, aber nicht brauchbar. Weil Level 33 ist dann doch im Moment noch zu weit weg und es bringt mir wenig Vorteile, so einen Teil dann drin zu haben. Aber das ist halt so mit solchen Zufallselementen, die sollen ja eh dazu dienen, eher, dass man dann dazu geneigt ist. Ah, ich will jetzt noch die Kiste öffnen. Aber inzwischen ist es tatsächlich auch so, also klar, jetzt habe ich noch zwei von diesen Löwenkisten. Aber es ist schon erstaunlich wenig
Also ich hatte da schon eine ganze Weile einen Schlüssel für eine Löwenkiste, ohne eine Löwenkiste zu haben. Ich glaube, ich habe dann eine Löwenkiste über die Mission bekommen und ich weiß nicht genau, ob man eine Kiste, also einen Schlüssel kann man auf jeden Fall, hier einen Löwenkistenschlüssel kann man nämlich über das Rad bekommen, aber tatsächlich, es kann keine Kiste an der Stelle gewonnen werden. Das heißt, ich muss eigentlich beide über Missionen bekommen haben und ich glaube, einen Schlüssel hatte ich auch dann über die Erfüllung von den Aufträgen von diesen besonderen Händlern, die ab und zu auftauchen. Was auch noch dann ganz interessant war, weil ich dachte ja, dass diese komischen Säcke hier eigentlich nur Gegenstände liefern, die oder beziehungsweise nur Ressourcen liefern. Aber es ist tatsächlich so, dass die zwar keine Rezepte, das ist wahrscheinlich ausgeschlossen, zumindest ist es mir bisher nicht passiert, aber die können auch tatsächlich interessante Items liefern. Okay, jetzt haben wir hier halt Edelsteine, dann machen wir mal jetzt hier bis 65. Okay, genau. Also das ist jetzt zumindest ein Gegenstand. Purpurmoos ist natürlich entsprechend niedrigstufig. Die Säcke bekomme ich jetzt eigentlich nur noch über die Mission, wenn ich niedrigstufige Missionen mache. Weil natürlich die Kämpfe, die Tageskämpfe da überhaupt keinen Effekt mehr haben. Also dann bekomme ich immer die blauen Säcke schon. Und dann machen wir mal noch die 6 Säcke auf, weil sonst so viele will ich da nicht machen. Okay, makelloses Schild. Das habe ich schon in Verwendung und kann es inzwischen auch produzieren, weil das. Ah ne, es war sowieso gewöhnlich, aber ich kann es trotzdem schon produzieren. Mit 30 ist es natürlich für die normalen Helden noch ein bisschen zu hoch. Aber der Arm, also es ist eben der Schildarmschutz ist ein Armschutz, kein Schild. Aber ich kann die für meine Kämpfe schon benutzen. Das heißt, da habe ich aktuell schon welche ausgestattet. Ich glaube, der Min hat den. Nee, der hat den nicht mehr, weil da habe ich jetzt schon mit dem epischen tatsächlich einen besseren gefunden. Ich dachte, ich hätte den noch drin. Wahrscheinlich bei. Genau, bei Melina habe ich noch einen epischen Schildschutz davon drin. Weil der ist, also mit 5 Leveln ist es, ich glaube, bis zu 7 Leveln gilt der Raum, in dem die Items noch als Set-Bonus gelten. Deswegen bei Min habe ich das überschritten. Da sind viele Items außerhalb seiner normalen Reichweite. Also zum Beispiel die Krone. Mal gucken, was hat die eigentlich für eine Stufe? Das Runendiadem hat Stufe 34. Ist also zu weit gegenüber seinem normalen Ding weg. Weil 10% ist zwar eine ziemlich hohe Ausfallwahrscheinlichkeit, aber es geht trotzdem noch. Deswegen gehe ich das nicht beliebig hoch, sondern versuche die trotzdem noch möglichst dicht dran zu halten. Aber hier so ein mystisches Item wie die Flöte, die habe ich sogar schon gemeistert. Ach, die ist ziemlich niedrig, Stufe 12. Aber ist halt dadurch, dass sie mystisch ist, hat sie halt doch ein. Genau, also die ist schon zu niedrig für ihn, um noch im Set-Bereich zu liegen mit Stufe 12, weil bis 19 wäre die verfügbar, aber hat mit 1500 Punkten natürlich. Ja, schon einen ziemlich guten Wert, mit dem man dann kämpfen gehen kann. Und mit 1% nur eine sehr geringe Ausfallwahrscheinlichkeit, die für die Kämpfe irrelevant ist, weil die Items dann nicht zerstört werden, sondern nur für den Kampf nicht nutzbar sind. Das ist deutlich besser als bei den normalen Missionen, wo die Sachen ja tatsächlich dann zerstört werden würden. Noch 5 Stück. Gucken wir mal, was da noch. Okay, Phönixfedern. Okay, nochmal das Gleiche. Okay, ein Entwurfsteil. Das ist zumindest auch nett. Okay, makellose Schattenhaube. Zumindest noch ein Item dabei. Die ich natürlich auch nicht ausrüsten werde, weil makellose Items auf jeden Fall auch keine 0% Zerstörungswahrscheinlichkeit haben und deswegen an sich uninteressant bleiben. Ich habe noch nicht sehr oft angefangen, die Dinger aufzumachen, weil ich bisher ja immer ziemliche Platzprobleme hatte. Aber wie ihr seht, bin ich inzwischen deutlich von den 720 oder von den 700 runter. Nachdem ich eben jetzt neben der Kombination für die normalen Items, die ich benötigt habe, die ganze Produktionskette, die ich noch zu erfüllen hatte, da bin ich ja jetzt nur noch bei 2 Items, hier tatsächlich diese ganzen niederstufigen Items bis makellos einfach hoch zu kombinieren. Und dann entsprechend, ja, jetzt haben wir schon einen grünen Panzer, das heißt, ich muss dann nur ein paar Sachen vorbereiten. Um letztlich hier das Schwert brauche ich eben diese Sachen zweimal zu kombinieren, also 2 Stufen hoch oder 2 Items eine Stufe hoch und hier dann noch einen von den Panzern, beziehungsweise ich muss ja 2 Items davon herstellen, das heißt ich müsste noch 2 produzieren, weil der eine hat ja nicht geklappt, der hat ja kein normales Item, sondern eben ein höheres produziert. Also brauche ich noch 2 weitere. Genau, ich habe erst 2 Panzer zur Verfügung.
Das heißt, dann machen wir hier gleich nochmal die nächsten zwei und dann war es das auch für heute mit Shop Heroes. Und wenn ich dann später reinschaue, kann ich mich dann darum kümmern. Dann ist die Kombination abgelaufen, dann sind meine nächsten makellosen Bluthandschuhe fertig. Dann kann ich da die epischen anfangen zu produzieren. Ah, hier ist noch ein Zauberstab aufgetaucht. Tja, zu teuer auf dem Marktplatz. Dann kann ich das noch weggeben. Und hier ist im Moment, das Event sorgt zumindest dafür, dass die Preise wieder leicht steigen, weil in den letzten, also die ganze letzte Woche waren die Preise sowas von im Keller, dass es überhaupt nicht mehr gelohnt hat, irgendwas zu verkaufen. Weil hier die ganzen Frostkernen und so weiter, das war alles bei 220 zusammengebrochen letztlich. Und das heißt dann für mich zumindest in meiner Rechnung, dass es sich nicht lohnt, solange ich hier den Würgering, wobei der auch, glaube ich, bis 160 runtergegangen ist, die Sachen überhaupt noch zu verkaufen, weil es einfach von den Zeitaufwänden her überhaupt nicht lohnt. Genau, also gehen wir nochmal hier rein. Im Moment ist es so, beziehungsweise muss ich euch nochmal hier bei den Quests anschauen. Im Moment habe ich bis zum Unheiligen Land alle Quests sozusagen auf Maximalstufe. Das heißt, ich halte die jetzt hier bei 600, habe dann eben Platz bis 720 Items, die ich speichern kann. Und gehe dann nur her, die Sachen also ab Wüste des Verderbens zu verkaufen. Weil die unteren lohnen sich überhaupt nicht, da brechen die Speise zu oft vom Maximum zusammen. Wüste des Verderbens ist immer noch ganz okay, solange die für 200.000 bzw. dann für mich für 180 verkauft werden kann. Aber im Moment versuche ich jetzt halt hier die Blätter und den alten Turm, also die Steine hier zu verkaufen, damit ich genug Platz habe, um weitere Missionen zu machen. Weil ihr seht, ich bin hier erst auf Stufe 4. Das heißt, ich brauche hier noch etliche Missionen, also mindestens noch bis zu den 80. Und dann kommen wahrscheinlich nochmal, ich glaube, die haben sich immer verdoppelt. Das heißt, es müssten noch 160 Missionen dann danach sein. Und ich muss auf jeden Fall 4 Crusader zusammen losschicken, weil sonst sind die nicht stark genug, um die Mission zu machen. Also muss ich davon noch einiges loswerden, damit ich das nicht alles für die Mülltonne produziere oder es einfach sich dann auflöst. Weil wenn die mehr zurückbringen, als ich Speicherkapazität habe, dann verfällt das ganze Zeug leider. Also deswegen gebe ich mal die Yggdrasil-Blätter noch raus. Also mindestens 300.000, darunter verkaufe ich sie auf keinen Fall, weil sonst ist mir das definitiv momentan zu wenig. Das würde ich erst machen, wenn ich tatsächlich so knapp mit dem Platz bin, dass da nichts mehr geht. Und ich sonst meine Crusader nur zu Hause sitzen lassen müsste. Ansonsten ist halt immer die Option, solange eben die Wirvenings oder so sich noch lohnen oder irgendeins der anderen dann aufgepäppelt ist, dass ich die halt auf Missionen schicke, die ich schon, oder wo ich eigentlich das Maximum schon erreicht habe, um zumindest dann noch das Geld zu sammeln. Weil im Moment mir fehlen, glaube ich, noch 1-200 Millionen, weil sobald ich den hier aktiviere, ändert sich ja um 25%, genau, das heißt 750 Millionen brauche ich für den nächsten Update für meinen Shop. Das heißt, eine Milliarde letztlich brauche ich, nee, Quatsch, ich habe ja jetzt schon Millionen, doch Milliarde, eine Milliarde brauche ich, um den nächsten Update zu machen mit dem Turm, mit dem Rathaus. Wenn ich den aktiviert habe, sind es 25% weniger, das heißt, ich brauche 750 Millionen, um letztlich die nächste Stufe zu erreichen. Und das ist im Moment so noch das Geldziel, was ich als nächstes anstrebe. Mit den zusätzlichen 6 Plätzen bin ich schon fast komplett durch, dann eine komplette Riege zu machen. Also es sind 25 Kategorien und eben mit den nächsten 6 Plätzen kann ich dann weitere Items, also weitere von den Bänken aufbauen. Das wird noch eine ganze Weile dauern, weil die Ablagen können jeweils 2 Ablagen von jedem Typ eigentlich gebaut werden. Ein paar habe ich jetzt im Moment wieder eingepackt, weil ich die nicht so oft brauche. Beziehungsweise weil die im Moment nicht so im Fokus stehen, dass die gemeistert werden sollen. Sondern im Moment sind eben ja, die beiden Rüstungen hier auf jeden Fall eine wichtige Stelle. Dann hier sind 2 Waffen im Moment dabei, während hier eben die dunkle Maske, die ist mit 28 schon so hoch, dass die kaum von jemandem gekauft werden kann. Und ich wahrscheinlich im Moment gar keine dunkle Maske habe. Mal gucken. Na doch, also sie ist da und sie ist freigegeben, aber sie wird so gut wie nie nachgefragt. Also da dauert es noch. Und deswegen eben im Moment eher der Fokus auf andere Sachen. Der Stab wird oft nachgefragt, das passt ganz gut. Und da habe ich, glaube ich, auch noch einen zweiten, genau den Seelenräuber. Der wird eben mit Level 30 wiederum noch kaum nachgefragt.
weil natürlich die dann zu weit weg sind. Aber das passt im Moment ganz gut zusammen, weil ich kann so mit den Items, die ich aktuell produziere, bereits zum Teil vorbereiten. Mal gucken, ich kann hier jetzt leider eben nicht nach Typ filtern, weil sonst könnte ich mal gucken, wie viele, ja, hier habe ich zum Beispiel schon ein ganz hohes mystisches Item, sobald ich das natürlich nutzen könnte, ab Level 30, aber ich habe eben auch einige lila Items, gut, die sind zu schwach, die jetzt schon verfügbar wären oder die ich dann nutzen könnte, sobald die weiter aufsteigen, und Level 28 könnte dann das hier schon verfügbar sein für manche, wenn die eben Speer als hervorragend nutzen können. Und deswegen sammeln sie schon einige positive Waffen an. Hier Level 27, das Schwert, können auch einige dann nutzen, wenn sie auf diese Level aufsteigen, sodass ich dann wahrscheinlich nicht allzu viele Probleme habe, tatsächlich hier die dann weiterhin mit guten Ausrüstungen auszurüsten, damit sie weiterhin die Waffen oder alles nutzen können im Set, ohne dass Sachen kaputt gehen können. Aber soweit erstmal für heute. Wie gesagt, das nächste Ziel ist hier weiterhin den Slot. Fehlen mir noch 505 Gems, dann kann ich tatsächlich das im Doppelpack benutzen. Und dann sollte es mit dem Kombinieren noch schneller gehen, dass ich meine bevorzugten Items zusammenstöpseln kann. Und eben zu sehr, sehr geringen Kosten. Mit gerade mal 8 Items, die ich produzieren muss, kann ich ein episches Item herstellen, selbst wenn ich das nur auf Normalstufe machen kann. Und das ist dann schon sehr, sehr kostengünstig im Vergleich, dass wenn ich sonst 60 Items dafür gebraucht hätte, wenn ich das eben über den normalen Weg kombinieren muss von Basis-Items. Und es werden ja schließlich immer mehr Items, die tatsächlich im Basiswert, also hier, schon ab Mondstab kann ich hier nur einfache Items herstellen und brauche dann natürlich Glück, dass die in einer höheren Stufe produziert werden. Was ich auch versuche dadurch anzuhebeln, dass ich mein Glück auf das Maximum anhebe, was möglich ist. Das kann ich euch gerade mal noch bei den Leuten hier zeigen. Also ich habe versucht, die alle so möglichst gleichmäßig zu verteilen, aber die Meisterung ist immer auf dem Maximalwert. Höher kann ich es nicht machen, also ich kann es nicht höher als der Maximal, sozusagen, was ich maximal auf eine Fähigkeit vergeben habe, machen. Und dadurch sind aus meiner Sicht natürlich sehr häufig Items mindestens eine Stufe besser, wenn nicht sogar mehrere Stufen besser. Aber es braucht natürlich weiterhin Glück und Zufall dazu. Aber deswegen sind alle meine Leute, dass eigentlich ein Drittel oder ein Viertel der Punkte dann hier auf die Meisterung geht, um das abzukürzen. Mal sehen, wie lange das weiterhin aufgeht. So, jetzt haben wir die nächsten beiden. Okay, damit ist der erste schon fertig. Das heißt, ich habe 2 grüne, kann das Ding starten und für die anderen beiden Kettenpanzer muss ich halt einmal noch kombinieren. Soweit für heute von Shop Heroes und dann beim nächsten Mal wieder ein Bericht von meinem aktuellen Status und natürlich jetzt die Soldatentrommel noch schon mal produziert.